Equipment for Play. Hallo erstmal, guten Morgen, guten Tag. Ich begrüße euch total und recht herzlich beim Medienkanzler, meinem Spitznamen. Weil ich so viel mit Medien zu tun habe, ist es klar, dass ich dann plötzlich irgendwas hier machen muss. Ja. Und was ich so machen muss, ist zum Beispiel einen Schalter umlegen. Und wenn dieser Schalter umgelegt worden ist, passiert sicherlich irgendetwas. Was passiert, weiß ich nicht, ich muss aus Sicherheitsgründen aufpassen und dann einschreiten. Da habe ich mir gedacht, der liebe Junge, genannt Roboter, fährt natürlich so wie er soll, aber in die falsche Richtung. Jetzt fährt er in die richtige Richtung und ich sage willkommen, genau, ihr könnt lesen, About Me Videos. So, About Me Videos bleibe ich auch direkt stehen bei 3DPO und R2D2. Wir hatten The Fourth Day, ne? May be with you. No, und dann hatten wir the fifth day für die Sith-Leute, ne, für die Bösen. Ja, für die Bösen. Ja, so böse waren die gar nicht. Aber wie gesagt, bleiben wir mal hier stehen. Ja, bleiben wir mal hier stehen. Und dann rede ich zu euch und ich bedanke mich bei Dr. Dead. Dr. Dead, der da war. Möchte nur erklären, dieses Röcheln. Ich bin dein Zahnarzt, ist klar. Kam aus dem Darth Vader-Bereich, deswegen passte es zum Fourth Day und Fifth Day. Na, Dr. Dead ist ein echter Zahnarzt, hat er sich ja auch vorgestellt. Dieser echte Zahnarzt hat eine Mission, nicht nur Zahnängste und diverse andere Sachen von den Leuten zu nehmen, sondern er hat also auch eine gewisse Mission, die er ja erklärt in seinen Videos, die ich jetzt nicht erkläre, weil ich mich erkläre. Noch einmal Film, Foto, na, aufzeichnen. Das ist die Sendung, die ganz neu ist und ich bedanke mich auf dem Weg bei erstmal damals, wie alles angefangen hat, bei Detlef Scholzen. Detlef Scholzen ist Moderator und macht Imagefilme. Den kann man buchen für Imagefilme. Seriös, der hat auch einige Arts-Sachen schon gemacht. Ja, der liebe Junge, ich meine, die Dame, die jetzt kommt, habe ich also hier auch schon gehabt. Michaela, ne? Ich habe gerade gelesen, jetzt will sie sich eine dritte Brust machen, das ist totaler Quatsch. Michaela ist, wie Michaela ist und hat mit Detlef Scholzen auch einiges schon gemacht, ist also wie gesagt, lang ist her, 5 Jahre, da habe ich Michaela da auch filmen müssen für irgendwelchen Goblins oder so. Jedenfalls war da etwas, was da genau war, weiß ich nicht mehr, weil 5 Jahre her. So, 5 Jahre her bedeutet, dass also auch die Niederlande hier war mit Rolf von Renz. Da waren auch die Aufzeichnungen bei Rolf von Renz. So, da ich ja jetzt in eigener Mission unterwegs bin, eigene Mission gerade erdacht, ja, ich bin in eigener Mission unterwegs, mich nicht nur bei den allen zu bedanken, die ich hier alle vor mir liegen habe, da ist auch Dr. Dead drunter, wo ich mich herzlich bedanke. So, ich mache ja auch dieses hier, ne, ein iMe-Studio, ein iMe-Studio, About Me-Fernsehsendung, denn Startup und Nextem, also alles hebe ich jetzt hier hoch, hier, das sind alle die Sachen, Startup-Studio, ihr sollt sehen, ne, ist alles echt, ja, alles echt, also auch Ariane Raspe mit ihrem Theater. Da sind wir beim Kern der Sache. Theater. Wieder ein Fossil, ausgebildet für Theater. Sprache und das alles. Und heute sagt man mir, nee du, Ufa, Bavaria, wo du daher kommst, die Zeiten sind vorbei, die Theatersache ist vorbei, der 18. Jahrhundert ist vorbei, der 19. Jahrhundert ist vorbei, wo halt alles noch ein bisschen anders war. Da hatten Studios Divas, ja, so richtige Künstler, so richtig, die was konnten, die so richtige Magnete waren, die so richtig ein ins Studio, ins Theater, ins Kino gelockt haben. Gibt's heute nicht mehr. Gestern noch mit einem gesprochen, auf dem Wege, ich sag nur Wölke, Gießen, da wohnt er. Er sagt ganz einfach, du musst schauspielen, du musst es können, er ist auch Coacher. Wie gesagt, ich bin ein Fossil, ich coache halt nach alter Tradition, was man Geste, Mimik, Emotionen, wie man die zeigen soll, soll man alle gar nicht mehr. Man soll einfach nur noch funktionieren. Auf eine Art hat er recht, nur noch funktionieren, weil wenn man nicht funktioniert, oder wenn man funktioniert, ne, also wenn man funktioniert,
kommt natürlich eine Menge bei raus, so wie zum Beispiel bei Wendler gegen Wendler kam ja auch einiges raus. Auch das habt ihr ja gesehen, auch das habe ich betreut. Und jetzt bleibe ich wieder bei Star Wars stehen. So, in eigener Mission bedeutet, dass ich mich erstmal bedanke, wie gesagt, bei Dani Mendes, die mit Prashant hier war. Prashant hatte ein Anliegen, dieses Anliegen habe ich gemacht, das schicke ich ihm auch zu. Ja, ich musste schneiden, das ist auch mein Beruf. Ich habe also geschnitten und ich werde auch immer fernelektronisch hier begrüßt, so wie jetzt. Ja, die moderne Technik, da stand, die Verbindung ist wieder weg. Ja, die moderne Technik, sind wir beim Kernthema. Meine Mission ist, die moderne Technik nach vorne zu bringen, mit der modernen Technik zu arbeiten und euch zu helfen. Ich möchte euch helfen, allen helfen, so gut wie ich kann. WhatsApp nervt. Ja, ist klar. Nicht jeder hat diese Technik. Hallo, morgen. So, da bin ich wieder. Anhand der Uhrzeit könnt ihr mal sehen, wie lange ich immer brauche für so einen Videoclip während der Arbeit. Während der Arbeit bedeutet, dass ich sehr viele Kunden habe, die ich in dieser Zeit bedienen musste als Dienstleistender in der Welt der Medien. So, wir schreiben das Jahr 2019 und wir haben Mai. Und da bleibe ich jetzt stehen. So, meine lieben Damen und Herren, ich möchte einfach den Stefan Wölk, Actor, Schauspieler, ja, Stefan Wölk, möchte ich hier mal grüßen. Ich würde mich auch freuen, wenn er mal Zeit hat, denn er lebt in Gießen, ist ja nicht mal gerade hier um die Ecke. Könnte er zwar über der Autobahn, ich glaube 44, 45, 46, könnte er hier ein sich finden. Nur da muss ich über das Budget reden, weil ich ja alles budgetiere. Das heißt also, ich bezahle ja alles. Nur wenn ein Auftrag von euch selber kommt, dann müsst ihr mich bezahlen. Im Moment rufe ich ja auf zu About Me. About Me bedeutet, dass man da ein bisschen Geld bekommt, wenn man über sich spricht. Oder wie gesagt, ihr fragt mich und ich sage, okay, wie bei Prashant, Dani und bei Dr. Det. Mission. Welche Mission? Auf welche Mission könnten wir gehen? Das ist eine Frage. Und da kommt wieder ein Kunde und ich muss einnehmen. Ich komme. Dream for Play.